Er ist nicht in der Bunkeranlage. Was soll das heißen? Sie können Fegeler nicht finden. Dann suchen Sie ihn eben! Ich bin mit mir ins Räume gekommen. Ich bleibe in der Hauptstadt. Allein in Berlin lässt sich ein moralischer Welterfolg erzielen. Wenn dem Führer der Tod bestimmt sein sollte, muss er das Ende in den Trümmern der Hauptstadt suchen. Nichts anderes ist er der Treue zu seiner weltgeschichtlichen Aufgabe und seinem historischen Rang schuldig. Wenn es wirklich stimmt, dass in San Francisco unter den Alliierten Differenzen entstehen und sie werden entstehen, dann kann eine Wende doch nur eintreten, wenn ich diesem maßlos gewordenen proletarisch-bolschewistischen Koloss entgegentrete. Das Leben vergibt keine Schwäche. Krebs, was meinen Sie? Die 9. Armee ist nach Norden hin bewegungsunfähig. Die Feindkräfte übersteigen unsere Mannschaft um ein Zehnfaches. Ich selbst habe mir diesem eisernen Gesetz der Natur gehorcht und stets jedes Mitgefühl versagt. Sie und Grein müssen so bald als möglich aufbrechen. Ja, ich bin mit kollaboriert, der ist der Fall. Mit ihrem eigenen Blut wird sie bezahlt! Der Russe steckt 12 Kilometer vom Stadtkern. Dann soll die Armee fertig machen! Ausgezeichneter Mann. Terminal activated.
Thank you.
seiner gerechten Strafe bestimmt werden. Führer, wenn es in Berlin zur Schlacht kommt, wir werden kämpfen bis zum letzten Mann. Man müsste die ganze Luftwaffenführung sofort aufhängen! Mein Führer, vielleicht handelt es sich ja wirklich um Fernfeuer. Sie erwinden eine Eisenbahnbrücke über die Oder. Wie bitte? Unsinn! Was soll das heißen? Er ist Himmlers Adjutant. Er muss zur Verfügung stehen. Anders kann man das nicht machen.
soll das heißen? Sie können Fegeler nicht finden. Gut. Also dann gute Reise. Schlage ich hier erfolgreich und halte ich die Hauptstadt. Dann kommen die anderen doch zu der Überzeugung, dass es nur einer sein kann, der den Bolschewiken Einhalt zu gebieten in der Lage ist. Und das bin ich.